So hello folks, how are you doing? Today we have the special opportunity again to drive this amazing C63S Coupe. And yes, this is the facelifted model, the 2019 model year, in this amazing black, matte black or matte gray color. And it has the optional aerodynamic pieces on it and the ceramics. And we will not only drive this car on the country roads here around the Bilsterberg, but we will also drive this beast on the Bilsterberg racetrack itself, and will experience what the driving capabilities are besides this amazing look and this brutal exhaust sound as well. We have already captured some very, very nice flybys here with the exhaust sound. I can already tell you the C63 still has its amazing AMG V8 sound, despite the fact that they have put a particle filter in this car specifically also for gasoline engines. So let's hop into the car and experience how it drives. So welcome in the right seating position. We have to put the car, of course, into the race mode, and we'll first enjoy it here on some piece of curvy country road. And the interesting part immediately is that you can definitely hear that this beast sounds different than our pre-facelift model C63S, because not only the exhaust system was changed, but also the inside sound now sounds a lot more aggressive, similar to what we had in the E63S. And the cool part about this is actually we can directly compare it to the C63S and our M4 competition, because we have driven with both cars in the last days. And I've just done that review with the M4 competition, and you can definitely feel that probably the M4 competition is likely the more sports car than the C63S, but this car rides a lot more stable, especially over this bump here, right? That is just amazing how stable the car is. The M4 gets a bit more nervous, and definitely, I mean, compared to our C63S sedan, this is a totally different story here. To the racetrack here, Bilsterberg. First time that I'm driving this racetrack here, and we will be picking up the speed in the pack with an AMG GTR up front and three C63S coupes following that GTR. Just superb. They have to be inside the corner here and following the other cars. Harsh on the brakes, and to get into the corner to be very tight, not too much into the curve. There will be the first curve that you only lift off the throttle, and the blind curve falling right after it. But the car feels very stable. I've driven our M4 competition on Oschersleben racetrack, and it felt similar actually. So now the instructor is just telling us not to drive too, let's say, harsh over those side bumps here.
We have to bring it to manual mode, the transmission. It's really interesting to feel how much more performance actually the coupe brings compared to the, oh, now that's real manual mode here, to the sedan that we are having. Upshifting again, some bumps. It's really amazing, this Bilsterberg racetrack, honestly. It's almost taking my breath away here. Definitely feel it is still a road car, of course, but in this spec it is a lot of fun to drive this car, and you can really feel the rear differential, how it's working. It's a lot more aggressive than our sedan C63S, and I would say it's in the direction of an M4 competition. But I have to say that the M4 competition probably has a bit sharper steering still, but the power of this V8, that is just amazing and clearly above the six cylinder in our M4. Cornering, front axle feels very, very, very good. Amazing. So overall, a perfect day on the track here and enjoying this car at its limit. This is how driving events always should be. Servus Leute, wir haben heute die Möglichkeit, diesen Mega C63S Coupé, und ja, das ist das spezielle Modellpflegemodell, also die Mob-Variante, zu fahren. Mega geile Optik mit diesem mattgrauen, fast wie unser M4, sehr, sehr dunkel, und vor allen Dingen, man sieht es schon, wir haben auch das optionale Aerodynamikpaket, was echt eine Menge hermacht mit den Carbon-Teilen. Also Wahnsinns-Auto, und wir werden nicht nur die Möglichkeit haben, dieses coole Fahrzeug hier auf den Landstraßen rund um den Bilsterberg zu fahren, sondern auch dieses heckangetriebene Monster auf die Rennstrecke vom Bilsterberg selber mitzunehmen. Und da bin ich wirklich extrem gespannt, was die Fahrdynamik anbelangt, insbesondere im Vergleich natürlich zu unserem M4 Competition und auch zu unserem C63S Limousine vor Facelift. Und ich denke, da springen wir doch einfach mal ins Auto und schauen uns das mal während der Fahrt an. So, angekommen in der richtigen Sitzposition. Wir stellen das Fahrzeug natürlich selbstverständlich schon mal auf den Race Mode und können jetzt hier mal ein bisschen auf die Landstraße fahren. Wow! Und das erste, was man sofort hört, der klingt ganz anders als unser aktueller C63S. Wow! Und auch hier über die Kuppe, wie der geht. Wahnsinn! Das ist wirklich stark gemacht. Der klingt eher wie so ein E63S. Nicht nur der AMG Performance Exhaust klingt besser, sondern eben auch entsprechend, was innen beim Fahrer davon ankommt. Und das Interessante ist wirklich, dass wir ja in den letzten Tagen den M4 Competition und entsprechend auch unseren C63S fahren konnten und damit ihr auch hierher gefahren sind zu diesem Event. Das heißt, wir haben den absolut direkten Vergleich, wie diese Fahrzeuge sich anfühlen. Und verglichen mit unserem C63S Limousine kann man wirklich sagen, ist das natürlich hier nochmal sportlich gesehen eine ganz schöne Schippe drauf. Vielleicht nicht ganz auf dem Level, sage ich mal, was die Lenkung und auch das Fahrwerk anbelangt vom M4 Competition, der einfach noch ein bisschen härter, noch ein bisschen sportlicher ist. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel mal über so eine Kuppe geht, wie das Auto trotzdem noch liegt, das ist schon der absolute Wahnsinn. Also hier, wie man, welcher Geschwindigkeit ich hier trotzdem noch sicher über die Landstraße gehen kann. Absoluter Wahnsinn. Ich bin super gespannt, wie sich das Fahrzeug gleich eben nochmal auf der Rennstrecke anfühlt.
immerhin die Möglichkeit, nochmal direkt hinter dem AMG TR ein paar schnelle Runden zu fahren hier. Durch die sogenannte Mausefalle, wo wirklich extrem viel Last natürlich nicht nur auf das Fahrzeug, sondern auch auf den Körper weg, wie das Auto hier sich seitlich bewegt, trotzdem noch handelbar ist. Ist schon Wahnsinn, die Traktionskontrolle, die die ganze Zeit immer arbeitet, hier den Scheitelpunkt treffen. Man merkt natürlich, wie ausbalanciert gerade der GTR vor uns auch noch fährt, in der Hand eines professionellen Rennfahrers. Und hier natürlich wirklich enorm viel Arbeit, für mich zumindest, mit dem Coupé hier hinterher zu kommen. Hier eine langgezogene Kurve, wirklich harte Arbeit für die Reifen. Wir haben jetzt hier auch keine speziellen Rennreifen drauf, sondern quasi ganz normale Straßenreifen. Hier muss man wirklich doll auf die Bremse gehen. Es ist Wahnsinn, was die Bremse tatsächlich zu leisten imstande ist, hier die richtigen Punkt zu finden, wo man wieder Gas geben kann, so früh wie möglich aufs Gas. Das war schon ein bisschen früh, hat man gemerkt, wie das Auto hinten rauskommt. Ist sicherlich nicht die schnellste Fahrweise, um natürlich eine gute Rundenzeit zu haben. Und hier auf die Bremse, hart auf die Bremse gehen, bis das ABS tatsächlich wirklich arbeitet. Und hier sauber rauskommen, auch da wieder ein bisschen früh, zwinge ich eigentlich das Auto in den ABS oder Traktionskontrollen Regelbereich reinzukommen. Wow, der AMG GTR, der spielt einfach nur mit mir. Der macht dann eine ganz lockere Runde, wahrscheinlich einhändig. Ja, am Rutschen nicht optimal in diese Kurve gekommen. Aber da liegt das wirklich eher am Fahrer als... Ja, die Meldung kam etwas später, dass da die Pylonen lagen. Ich habe sie, glaube ich, etwas mit zur Seite gekickt. Und nochmal hier wunderbar durch. Also wirklich Wahnsinnserlebnis hier. So sollte jede Fahrveranstaltung sein, dass man hier wirklich sein Können und natürlich auch die Fähigkeiten des Fahrzeuges auf der Rennstrecke sich angucken kann. Man fährt diese Kurve hier absolut blind auf dem Bilsterberg und tatsächlich wirklich interessant, wie man hier ans Limit des Autos geht. Umgeschwenkt hier könnte ich natürlich noch sauberer durchkommen. Auf der Gegengeraden kann man mal durchbeschleunigen. Wahnsinn, wie das Ding hier quasi abgeht. Und jetzt hier mal voll auf die Bremse gehen. Da könnte ich noch viel, viel später bremsen, um hier eine anständige Rundenzeit, sage ich mal, rauszuholen. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn hier. Ich denke mal, jetzt kommt man hier langsam rein. Wirklich hart auf der Bremse stehen. Das Auto merkt sie natürlich, dass es ein ganz bisschen leicht wird auf der Hinterachse. Aber in Anbetracht dieses... Wir gehen auf eine Runde. Eine schnelle Runde noch. Ja, ist mal besser aus der Kurve rausgekommen. Nicht ganz perfekt geschaltet hier. Ja, auch hier ein bisschen besser rausgekommen, wenn man Zeiten messen würde. Wahrscheinlich feststellen, dass diese Runde etwas besser ist. Hier ist der AMG TR tatsächlich maßlos überlegen. Auch hier bin ich wieder zu schnell gewesen. Hier an die Pylonen wieder denken. Am Limit, mehr kann zumindest ich nicht, den Scheitelpunkt treffen, nicht zu schnell reingehen. Hier auch am Limit von dem, was die Reifen machen, wie das Hinterachsdifferential tatsächlich arbeitet. Das ist schon Wahnsinn. Und hier habe ich auch nochmal gelupft, weil ich habe zu viel Schiss. Eigentlich muss man diese Kurve vollfahren. Wirklich auf die Bremse, hart an die Bremse.
Und auch diese Kurve ist super schwer zu bekommen, dass man hier wirklich keine Zeit verliert. Das war fast perfekt aus meiner Sicht. Hier durchgefahren, wirklich nicht schlecht. Und hart angebremst, was die Keramik wirklich mitmacht, ist der absolute Wahnsinn. Und hier weniger ist manchmal mehr, nicht zu viel lenken, früh aufs Gas. Jetzt hier heute schon fast 10 Runden, 15 Runden Bilster Berg, zumindest an meinem Limit, nicht unbedingt am Limit des Fahrzeuges. Das ist schon Wahnsinn.